Moin Freunde, willkommen zurück zum großen Street Fighter 4 Turnier. In dieser Runde treffen aufeinander Ari Cake als Akuma und Neon Blitz LP, der Qualifikator, der Qualifizierte aus der letzten Runde als Ibuki. Ja, die gute Dame hat ein bisschen mehr Kampferfahrung gerade. Ob es ihr helfen wird, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Auch hier ist es so, dass sich Ibuki wieder gegen einen riesen, bösen Apparat der Wut stellen muss. Aber das kennt die gute Dame ja schon. Ich meine, letzte Runde war das auch so. Wir werden ja sehen, ob sie es hinkriegt. Sollte sie eigentlich jetzt gewohnt sein. Aber ihr Start ist nicht wirklich gut. Aber das kennen wir ja vom letzten Mal. Ein paar Nackenklatscher und alles ist wieder in Ordnung. Ja, es ist die Geschwindigkeit. Bei dieser Frau ist es definitiv die Geschwindigkeit, die sie zu einer Waffe macht. Oh, mitten in der Luft geschnappt. Das war nicht schlecht. Gut umgesetzt. Oh, und da geht ein bisschen was zum Bruch im Hintergrund. Hoffentlich tritt da niemand auf die Scherben. Ja, Ibuki fast barfuß. Das könnte wehtun. Und schön ausgewichen von Akuma. Ja, jetzt muss was... Jetzt sind wir fast schon am Ende des Kampfes. Der nächste Treffer muss sitzen und dann haben wir die Entscheidung. Ganz genau so. Ein gebrochener Hals und Akuma liegt auf dem Boden. Den kann er sich auch nicht selber wieder einrenken. Los geht's. Nächste Runde. Medias in Res. Schmeißt sich Ibuki an ihren Gegner. Und noch ein Wurf. Akuma. Was ist los bei dir, guter Mann? Was ist da los? Er macht nichts. Ja, er ist gerade so ein bisschen untätig. So. Ja, Ibuki könnte jetzt den Sack zumachen, aber Akuma trifft seine Ulti. Das tut weh. Aber da kommt die Ulti zurück. Und Ibuki, ja, es ist eine kleine Drama Queen. Dieser Finisher muss definitiv durch die Ulti passieren. Geht nicht anders. Gut, in dieser Runde hat Ibuki mal wieder gewonnen. Das heißt, Neon Blitz LP, du hast dich mal wieder durchsetzen können. Ari Cake, tut mir leid, das war es jetzt. Du bist leider ausgeschieden, aber man sieht sich vielleicht nochmal in irgendeinem Wettstreit. In der nächsten Runde kämpfen Kekskanal und Bruger gegeneinander. Das wird ja mal eine richtig heftige Mischung. Also, bis dann.